Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 617. Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid am Samstagabend. Was macht man eigentlich an einem Samstag, an dem man den halben Tag geschlafen hat? Genau, man ruft, sobald man aufgewacht ist, ein paar Kumpels an und fragt, ob die vielleicht auch gerade nichts Besseres zu tun haben, um einen Kaffee zu trinken. Und Dirgi, die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die schon länger mit dabei sind, kennen Dirgi, mit dem war ich schon bei Depeche Mode in Wien und bei U2 in Berlin und neulich bei den Pet Shop Boys. Und nächsten Sonntag gehen wir auch zusammen zu Herbert Grönemeyer zum Konzert hier in Hamburg. Auf jeden Fall, der hatte Zeit. Und dann haben wir uns erstmal den Kaffee reingezogen. Und dann sagt er, du, ich habe meinen Steuerbescheid bekommen und kriege ein bisschen Geld wieder vom Finanzamt. Dann sage ich, du Dirgi, das ist doch perfekt. Du wolltest dir doch schon lange mal einen schönen Apple-Rechner kaufen. Einen iMac G5 hatte er ins Auge gefasst. Und davon reden wir irgendwie schon ein halbes Jahr. Und heute kam der Tag der Gelegenheiten. Wir schnell zu unserem Obsthändler, zu Gravis. Und dann erstmal schön rumgeguckt, die Atmosphäre in dem Laden aufgesaugt. Und dann hat er zugeschlagen, sich diesen iMac G5 zugelegt. Und dieses Ding ist ja wirklich ein wunderschöner Rechner, denn man hat eigentlich keinen Rechner mehr. Man hat nur noch einen TFT-Monitor, den man auf den Schreibtisch stellt. Und da ist der komplette PC eingebaut. Man hat also nicht mehr so eine hässliche Blechkiste oder Plastikkiste unterm Tisch stehen und dann hat man so viele Kabel, die zum Monitor hochführen. Nein, ein einfacher iMac G5 und alles ist im Bildschirm eingebaut. Kein Kabelwirrwarr mehr. Es gibt nur noch ein Kabel und das ist das Stromkabel. Alles andere kommt durch die Luft, Internet, Tastatur, Maus und so weiter. Also wunderschön dieses Gerät. Ehrlich gesagt kann ich es gar nicht so richtig verstehen, dass es immer noch Leute gibt, die sich einen PC kaufen. Erstens ist der PC meist teurer als der Apple, denn die Apple sind ja im Preis richtig gesunken. Aber wenn ich mir einen ordentlich großen Bildschirm kaufe, dann die Ausstattung mit 1 GB RAM, dicker Festplatte, schnellster Intel-Prozessor und so weiter, Tastatur, Maus, wenn man das alles zusammenkauft, ist man häufig viel, viel teurer, als wenn man sich so einen Apple-Rechner kauft. Und der Apple sieht natürlich Welten besser aus. Ein wunderschönes Gerät und es läuft sogar Windows Vista drauf. Also für Leute, die auf Windows nicht verzichten wollen oder können, man kann sich so ein Ding als reinen Windows-PC kaufen, nur dass er eben viel schöner aussieht und auch günstiger ist. Da ist ein DVD-Brenner drin und Dirki ist echt happy mit der Kiste. Sieht auch wunderschön aus, wenn es dann so in der Wohnung steht. Nur ein Problem gab es dann noch, die Daten. Die Daten sind ja auf dem PC von ihm, auf seiner alten Kiste. Das ist nämlich noch so ein typisches Teil da, was unterm Tisch steht und alles Staub aufsaugt. Und dann den Monitor auf dem Tisch und die ganzen Kabel. Na, jedenfalls mussten die Daten rüber und wir haben das mit meiner externen Festplatte gelöst. Das dauert allerdings eine ganze Weile, denn so einen Moment kann man auch mal ausnutzen, um so ein bisschen auszumisten. Alles, was man nicht mehr braucht, gar nicht mitzukopieren, aber die Auswahl dauert dementsprechend lange und auch das Kopieren, weil der PC halt so langsam ist, über USB dann auf die Platte. Und wenn man es dann an den Mac anschließt und die Bilder alle in iPhoto reinzieht, dann rauscht ein Schnelldurchlauf von, in dem Fall waren es knapp 2000 Bilder, rauscht an einem vorbei, längst vergessen geglaubte Aufnahmen kamen wieder zum Vorschein und Dirki war so happy, die Bilder mal wieder zu sehen, die er schon jahrelang auf seiner Festplatte mit sich rumschleppt, aber auch schon lange nicht mehr angeguckt hat. Also echt ein sehr, sehr schöner Moment. Und man muss ja beim Apple auch die Daten nicht irgendwie in Verzeichnisse einsortieren. Das ist ja alles Schnee von gestern und das gibt's nur noch in der veralteten PC-Welt. Beim Apple zieht man die Fotos einfach auf iPhoto und das Programm selbst bzw. der Mac, der sortiert das dann alles gleich und man kann es dann sehr, sehr schön auch anschauen über die Dia-Show-Funktion, die ein paar nette Effekte hat, mit Musik hinterlegt, alles perfekt. Und die Lieder, die Musik, die zieht man einfach auf iTunes und dann importiert es die, das Ding legt automatisch Verzeichnisse an, welche nach den Alben und Sängern benannt werden, alles vollautomatisch, man muss gar keine Ahnung davon haben und trotzdem alles sehr gut strukturiert, einfach eine Augenweide. Naja, ich denke, Dirki wird heute eine Nachtschicht haben und mal ganz viele alte Lieder wieder anhören und ganz viele alte Fotos wieder angucken. Es ist einfach schön und ich kann es euch nur empfehlen, solltet ihr vor der Entscheidung stehen, euch einen neuen Rechner zu kaufen, ein iMac G5, wenn man sich so ein Ding in die Wohnung stellt, da hat man wirklich was fürs Auge und sehr viel Spaß
beim Benutzen. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Empfehle euch, auch mal wieder die alten Digitalbilder von der Festplatte anzugucken und die alten MP3-Songs anzuhören. Ja, und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko.